damit sind wir in Uldaman, der überarbeitete Version von Uldaman. Sehr, sehr gespannt, wie das ganze Ding hier aussieht. Und wie sich das Ganze hier spielerisch anfühlt. Ist auf jeden Fall schon mal 100-mal besser als die alte Variante vom Aussehen her. Die Drogs sind natürlich nach wie vor am Start. Wir kommen aber nicht beim gleichen Eingang rein wie damals, glaube ich. Wenn ich mich nicht... Ich kann mich irren, aber in einem der Interviews wurde gesagt, dass Uldaman unter anderem schon betretbar ist als Pre-Event zu Dragonflight dann. Das heißt, das werden wir wahrscheinlich dann nochmal sehen. Und können wahrscheinlich im Pre-Event ja auch schon irgendwas holen. Gehe ich mal stark davon aus. Ansonsten sehr cool zu sehen, dass sie ja alles überarbeitet haben und keine der alten Texturen dabei sind. Weil selbst die Wände und alles sind eigentlich alles neue Texturen. Kann man ganz leicht feststellen anhand dessen, dass da nichts verpixelt ist bis zum Anschlag. Ich weiß schon, wo wir rein. Okay, wir gehen von der anderen Seite rein, aber... Ne, warte, wir gehen schon von der normalen Seite rein. Der Eingang sieht anders aus und auf der einen Seite ist komplett verschüttet jetzt. Okay. Ah, das Pop-Up nervt hier die ganze Zeit, weil Pali noch keine Talente hat hier in der Zwischenzeit. Okay, da haben wir einige mit dabei. Ja, ich liebe das auch. Ich meine, jeder weiß, dass ich so ein Fan von dem Revamp wäre, dass sie den ganzen Stuff alles überarbeiten würden. Aber das sieht sehr, sehr geil aus bisher. Ich liebe das einfach. Den ganzen alten Stuff in neu erglänzen lassen, so geil. Genau, okay, wir sind ganz normal drin, nur einer der Wege ist einfach zugeschüttet. Und dann gehen wir hier rein und da vorne müssen dann gleich mal die Zwerge drinnen sein, weil das kennen wir ja dann schon. Ja, ganz Azeroth aus Überarbeitung wäre mega sick. Die ganzen Dungeons mit dazu, die alten in neuem Glanz aufleuchten. Ein bisschen überarbeiten die Dungeons so minimal, dass sie dann für Mephi Plus und so weiter funktionieren. Das wäre halt der Dream. Selbst die Urnen haben sie HD geupdatet, die alten. Hey Mann, sehen halt immer noch gleich, also sehen gleich aus, aber sind halt jetzt in neuem Glanz, ey. Hey Mann. Der gleiche Boss, ich weiß nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Sehr, sehr schöner Eingang hier rüber. Genau, und dann ist hier, seht ihr die drei Zwerge. Da haben wir schon Belloc, Olaf und Erik, der Flinke. Boss Nummer Uno, wie es aussieht hier drinnen. Wir pullen einfach mal rein, alle drauf einen Schlag hier. Und dann schauen wir, was die drei Zwerge hier zu bieten haben. Der eine macht Dolchwurf, anscheinend random in die Gruppe rein. Schädelbrecher, weiß nicht, was das ist. Er chargt einfach durch. Wildes Spalten. Das ist ein Cleave nach vorne. Abprallender Schild ist targeted auf einen Spieler. Okay, das bounced einfach zu ihm hin, wieder zurück. Dann hat er so ein AOE-Schild, was er alle beschützt. Einen schweren Pfeil und der eine springt einfach durch die Gegend wie wahnsinnig die ganze Zeit. Okay, einen hat es schon mal zerrissen. Die anderen... Okay, das ist nice. Hey, Mann. Dann verschüssen sich alle drei in ihr fliegendes Wikinger-Schiff und hauen einfach Bomben runter wie wahnsinnig. Das ist nice. I love it. Zbox 0 Placeholder Item. I love it. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, Mann. Wow, ich liebe so alten Dinge immer. Viel zu nice. Okay, dann geht's hier wieder weiter. Das kennen wir auch aktuell alles. Da vorne ist nochmal Revolo, Steine Boss. Vorne gehst du mal durch die Tür. Auf der anderen Seite sind damals die Paladin. Die Leiche gelegen für die Paladin Quest. Genau, Lost Vikings. So ist das Game von ihnen, genau. Die cast ansonsten Kettenblitzschlag, ist einfach nur zum Kicken, ist einfach AOE. Aber ziemlich viel Trash zum Cleaven einfach nur hier. Dann, ich weiß nicht, hätten wir den Stab jetzt gebraucht? Das werden wir gleich feststellen, aber ich glaube eher weniger, dass es den noch gibt. Aber schauen wir gleich, weil früher gab es immer den Stab, den man kombinieren musste für dieses Ding. Ne, der Schlüssel steckt schon. Schlüssel steckt schon und der nächste Boss steht davor, weil das Bossmodell kenne ich, das habe ich im Datamining nämlich gesehen. Wir healen einmal ihn hier, den hat es gerade fast zerrissen. Tut mir gerade ein bisschen schwer, die Agro zu halten. Weil alles so weit auseinander steht. Ich keine Covenant Abilities und die neuen Fähigkeiten alle noch habe. Bisschen ungewohnt ohne den AOE-Shield-Throw gerade von den Kirianern. So. Bromach. Hieß der nicht Revolo? Ich bilde mir ein, der hieß Revolo. Gibt es hier noch die Stealth-Mobs? Das sieht nett aus. Jo, haben sie selbst die kleine Stadt hier HD gemacht? Laber nicht. Als ob sie diese kleine Stadt geupdatet haben. Ob der alte Bug noch drinnen ist von früher, dass wenn man reingeht, dass es die Kamera ab und zu unter die Dächer snappt? Wäre ich gerade neugierig. Muss ich ausprobieren. Muss ich gerade ausprobieren. Schau mal, wenn wir hier reingehen, die Kamera
Sie haben die Kamera gefixt hier drin, weil sie das Ding einfach durchsichtig gemacht haben oder durchlaufbar. Okay, da ist dann einfach ein Boss hier. Da ist einfach ein Boss hier, der gute Bromach. Oder Bromach. Yo, Bro, mach mal. Der hat hier Trash. Donnernden Stampfen geht raus. Das heißt, es kommen hier einfach so Minimobs noch raus. Schauen, ob wir die anspotten können. Ziehen hier wieder alles in seine AOE rein, wenn es geht. Ansonsten hat er einen Cleave nach vorne. Totem des Bebens hat er mit dabei. Ein Kampfrausch kanalisiert hat, den man nicht stoppen kann. Das Totem sollte man, glaube ich, down DPSen. Yep. Dann haut es ihn hier einfach um. Und ja, anscheinend ist dann einfach alles stunned, inklusive ihm, wenn das Totem down geht. Dann hat er wieder seinen Stampf mit dabei. Er hat den Kampfrausch nach wie vor an. Jetzt kommt wieder Trash von den Seiten, die springen dann einfach runter. Muss man als Tank wahrscheinlich einfach alles schnappen hier. Das heißt, man positioniert sich wahrscheinlich Richtung Tür. Macht am meisten Sinn, weil da anscheinend kein Trash hinten von kommt. Ansonsten wird es ein bisschen schwer als Tank da immer alles einfangen zu gehen. Okay, nicht so witzig wie der erste Boss definitiv. Nicht so witzig wie der erste Boss definitiv. Dann hier kommt man eh nicht rein. Da liegen auch die neuen Riesen hier. Seht ihr die? Die haben auch, selbst die haben sie geupdatet, HD. Die alten Boys hier. Doch, warte, da geht auf. Nevermind. Weil die können nicht nach rechts gehen. Okay, da geht schon auf. Da geht schon auf. Ah, wir kommen hier in den neuen Part überhaupt. Also ist nicht alles alt. Jo, was sind das denn? Refit-Hüter. Oder Refti-Hüter. So. Okay, da ist jetzt ein neuer Part offen. Der hat irgendeinen Enrage. Verursacht den Schaden erhöht. Kann er sich bewegen dabei? Er bewegt sich sehr langsam. Der bewegt sich sehr, sehr langsam. Ich wäre so gerne Millionär. Dann haben wir hier den nächsten und dann geht es hier nach unten. Und hier haben anscheinend die Hüter die ganzen Drogs einfach zerlegt, nachdem die da vorne alle tot am Boden liegen. Stunnen kann man ihn? Ah, das muss sogar stunnen. Während im Chaos kriegen die wieder mehr Damage. So viele Mechaniken, wo man richtig spielt, wird man halt... Wenn man richtig spielt, wird man ziemlich hart rewarded. Ja, ein Revamp ist es schon in Art und Weise. Das ist keiner Pock, dass wenn man richtig spielt, dass man belohnt wird halt mit dem Damage-Debuffs und so weiter. So ist es immer fun. Okay. Dann haben wir hier die irdenen Weber überall am Rand. Brauchen wir die ebenfalls? Oder geht es hier einfach durch? Okay, da sind die Wikinger wieder da. Die Wikinger sind wieder da und haben alles eingerissen, Alter. Der hat komplett die Säule reingejedet hier. Und nächster Boss. Sehr, sehr cooler Bossraum. Holy moly. Okay, die haben sich gut Mühe gegeben für den Dungeon. Die haben sich gut Mühe gegeben für den Dungeon, du. Erinnert mega an einen Bossraum aus Elder Scrolls Online. Mir fällt der Encounter-Name gerade da ein. Was sind die Kugeln hier? Geben die was oder geben die nichts? Ne, wenn man reinläuft, ist man stunned. Resonanzkugel betäubt für 5 Sekunden. Okay, man sollte einfach ausweichen aus den Dingern. Dann zerschmetterndes Stampfen. Dann macht er hier Big AoE. Wir healen mal den hier. Sonst irgendwas? Es sind zwei halt an. Achso, die legen einfach die Kugeln ab. Titanische Ermächtigung. Dann hat er einfach Big Damage Buff. Stomp geht wieder raus. Fürstlose Schaden, immun gegen Kontrollverlusteffekte. Wäre er sonst nicht immun dagegen? Das heißt, man kann ihn sonst stunnen, oder wie? Ja, mal schauen, ob er gerade überlebt noch. No, 4 Sekunden. 3, 2, 1. Ne, kann man nicht. Ist trotzdem immun. Warum hat er denn den Buff halt? Hey, Mann. Jo, die Wikinger, sie rennen nach. Sie rennen nach. Okay, da sind wir wieder auf dem Weg nach rechts jetzt wieder raus. Da sind jetzt immer noch die Irdenen. Da haben wir noch die komplett nackigen Zwerge mit am Start. Da sind die komplett nackigen Zwerge mit am Start hier. Wie sie aufpassen, gerade die Drachen, damit sie nicht reinfliegen in die nächste Gruppe, Mann. Okay. Die Irdenen wenigstens neue Modelle am Start, nicht die alten nach wie vor. Nackte Zwerge immer sexy hier. Machen aber gut Damage auf jeden Fall. Für NHC, not bad der Damage Output hier gerade.
Und ich tippe mal, man muss hier rechts vorbei, glaube ich gerade, oder links rein. Rechts oder links, glaube ich. Ziemlich egal, tippe ich mal. Ziemlich egal. Wir können den Boss durch die Minen. Ah, yo, du bist ja richtiger Fivehead. Du bist ja richtiger Fivehead, Maloro. Aber 100 pro, weil warum wird das sonst dabei stehen? Warum wird das sonst dabei stehen halt? Kannst sicher den Boss in die Minen reinkiten, true. Und dann wirst du halt profitieren dadurch. Das ergibt mehr Sinn, ja. Das ergibt mehr Sinn. Okay, dann haben wir hier... Spinnen ohne Ende. Spotten den hier wieder zurück rein. Der macht sich gerade selbstständig da drüben. Jetzt hat er keinen Bock mehr herzukommen gerade. Obwohl ich Aggro von habe. Der castet da hinten die ganze Zeit nämlich die Steinkugeln. Big Heal auf mir selber. Erdbeben cast. Okay, der Trash ballert gut. Für NAC ist der Damage Output kinda heavy. Oder unser Item Level ist so derart niedrig. Okay, das sind dann Spinnen. Da geht es jetzt wieder in die Grabungsstätte hinein. Und da vorne haben wir einen bröckelnden Höhlenstein. Die Inni gefällt mir mega. Art Design genau meins. Das ist mega nice. Okay, man könnte rechts vorbei skippen. Und hier haben wir die Fledermäuse und so weiter. Auch alles die neueren Varianten. Nicht die alten benutzt. Sehr schön. Ich wäre ganz gut neugierig, für was das hier zum Anklicken ist auf der Seite. Wir sind 300 Item Level skaliert gerade hier drin. Außer wir sind hier niedriger. Ne, sind auch 300. Sind auch 300 Item Level. Was ist diese Wand hier? Bröckelnder Höhlenstein. Ach, mit Bergbau kannst du dann skippen, okay? Oder man DPS einfach? Was, wenn wir das DPSen gerade? Ist das dann auch kaputt? Try mal. Die andere Inni waren wir gerade eben. Ich lade beide Inis dann auf YouTube auch hoch. DPSen wir das mal. Schauen wir, ob wir dann auch durchkommen. Oder ob das einfach nur für Bergbau irgendwie ein spezifischer Skip ist oder so irgendwas. Okay, dann ist hier ein Bohrer und der Bohrer ist ein Skip wahrscheinlich. Ja, das ist glaube ich ein Skip hier. Gehe ich mal von aus. Wo fahren die gerade alle hin? Ja, genau. Okay, das ist ein Skip, wenn man drauf geht. Okay. Gut, ganz, ganz nice. Das heißt, ein Skip kann sich auch freischalten, entweder mit DPS oder wenn er einen Bergbau hat. Das ist auch ganz nice to know, dass es sowas gibt hier drinnen. Ich mag das Design so. Mann, ich wünsche mir so sehr, dass die ein Revamp machen halt. Yo, Gewölbetür. Dass die diesmal so viel Zeit investiert haben, den ganzen Stuff zu remastern halt. So uralte Texturen und alles. Mir kommt das so weird vor diesmal irgendwie. So ungewohnt. Normalerweise werden 50.000 Sachen reused einfach in jedem Addon. Haben so viel mehr Stuff, also so viel mehr Zeit investiert. Wir haben da drüben Mob. Kann ich den da hinziehen und der crasht den auf? Nee, oder? Nee, okay, da gehen einfach nur die Kugeln raus. Ich dachte, dass der den vielleicht aufcrushen kann. Der läuft dann in die Mitte hier. Oh, und dann will er von denen die Energie klauen und wir müssen die DPSen. Genau, dann ist es in so einer Hülle drinnen. Und wir müssen die hier außen killen. Okay, dann dreht er sich hier noch einmal mit dem Breath. Wir sollten nicht mittig stehen, wie es aussieht. Können wir ja mal aufheilen. Okay. Sehr viel zum Heilen für den Heiler gerade. Ich habe leider kein Leon Hands Binding und nix. Aber unseren Heiler zerreißt gerade halbwegs. Kann ich den am Leben halten gerade? Gerade nicht. Instabile Funken, Hüter aktiviert. Okay, und jetzt geht's wieder gleich weiter. Jetzt macht er wieder den Shatter. Den sollten wir rausdrehen aus der Gruppe. Gehen hier einmal Last Stand. Kugeln ausweichen. Kugeln einmal ausweichen. Dann kriegt er hier so einen Spezialbeschuss noch auf seine Richtung hin noch, wie es aussieht. Da ist er gerade einfach draufgegangen gerade. Unser Heiler hielt noch nicht so viel. Der ist, glaube ich, noch nicht so ganz drin in dem Gameplay hier. Der ist noch nicht ganz drinnen in dem Gameplay hier. Jetzt hat es den Healer zerrissen. Ach, er dispellt den Ding nicht, glaube ich.
Ja, die spellt, glaube ich, den Dingen nicht. Kann das sein? Dann schauen wir uns das nochmal neu an hier. Sind wir da alle da? Alle sind wieder da. Der säuft gerade noch. Und wir gehen rein. Das heißt, den Brave hier rausdrehen. Und das muss man dispellen, glaube ich. Entweder dispellen oder gegenhealen. Kugeln ausweichen. Einmal den Kügelchen ausweichen. Und dann müssen wir hier die Mechanik spielen und müssen einmal die Dinge auf dem Rand, die wir essen hier. Dann, wenn wir einen down haben, müssen wir schauen, dass wir weiter rein, damit wir hier nicht an den Dingern sterben. Muss ich gerade einen heilen? Kann den hier einmal heilen? Der ist ein bisschen weit weg gewesen gerade. Wow, bin ich gerade an dem vorbeigerannt einfach? Habe ich den gar nicht gesehen gerade? Als ob halt. Als ob ich den gerade nicht, als ob ich den gerade nicht gesehen hätte halt. So, ich tippe mal einmal, wenn wir noch so eine Phase haben gerade. Gehen hier Last Stand. Sicher ist sicher. Dann heilen wir uns hier einmal. Okay, jetzt hat er auf einmal gepumpt ohne Ende mit Heilung gerade. Das war auf jeden Fall gerade guter Heal jetzt. Okay, der eine kriegt jetzt wieder diesen einen Omega-Hit da hinten. Zerreißt den dadurch, gerade nicht. Ich kann mich nochmal toppen, jetzt haben wir nochmal die Phase. Jetzt haben wir nochmal die Phase. Okay, den ersten haben wir schon mal down. Oh, der eine ist da gerade einfach reingespeedet in die Mitte. Das war ja mal nicht gerade der Move. Das war ja nicht gerade der Move, du. Ich kann mich hier selber toppen. Schauen, dass er die anderen hier am Leben hält, wenn es geht. Gut, da brauchen wir eh nur noch einen gerade. Okay, und dann kommt der Boss wieder. Und es geht wieder weiter mit dem Boss. Ups, was habe ich hier für Standard-Hotkeys vergeben noch gerade? Hier der Breath wieder raus. Wir healen unseren Heiler nett. Wir healen unseren Heiler nett, wie es aussieht. Okay. Not bad, not bad. Ja, unser Healer kommt, glaube ich, nicht ganz klar, weil teilweise läuft er einfach nur durch die Gegend und weiß noch nicht recht, was er drücken kann, was er nicht drücken kann. Ich habe keinen Reds gebindet hier gerade. Müssen wir so casten gerade. Oh, die Wikinger sind wieder da. Die Wikinger sind wieder da und sperren hier wieder einen nach dem anderen den Vault auf, glaube ich. Zumindest steht er gerade da vorne. Was machen die? Jeder steht an einer Tür jetzt oder müssen wir hier wieder raus? Ich glaube, wir müssen hier wieder raus. Ich glaube, die Wikinger machen nichts für uns gerade. Ich glaube, die gehen hier nur ausräumen. Ich glaube, die Wikinger klauen hier einfach nur. Ich glaube, die gehen hier einfach nur klauen, Mann. Die räumen jetzt den Hort hier aus, du. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, wieder da zurück. Oder? Ich bilde mir ein, wir kommen wieder da zurück, wo normalerweise die Drogs waren. Bilde ich mir gerade ein. Ja, wir kommen wieder da zurück, wo normalerweise die Drogs waren. Sieht zumindest ziemlich ähnlich aus. Wir haben dann hier den Weber noch stehen. Wir haben einiges an Trash. Kommt der eine von drüben rüber, kommt er nicht rüber. Man könnte aber ein paar dazu pullen. Schamanen haben wir uns gerade vorher schon angeschaut. Muss die Alternative sonst die Wiederholung ansehen. Okay. Okay, okay, okay. Das ist nicht so Heavy Trash. Da kommt nicht so viel. Außer die Riesen machen halt diesen AOE halt die ganze Zeit. Dann haben wir Double Pull. Gehen wir einfach rein. Schauen wir. Können es uns Engel hier anmachen für mich selber. Oh, alle fliegen durch. Alle fliegen durch. Kann man das stunnen? Segen von Tier kann man nicht stunnen. Da wollen wir sie wahrscheinlich rausziehen. Das sieht aus wie eine Kuppel, die sie empowert. Sehen wir das hier gerade? Genau, ja. Da wollen wir nicht drinnen stehen dann. Genau, ja, wir sind wieder da, was ich gerade meinte. Wir sind wieder da jetzt im alten Part von Uldaman wieder unterwegs. Weil da geht es jetzt Richtung, wo man normalerweise zu Archedes runtergeht, glaube ich, heißt er. Da gehen wir dann normalerweise runter. Wo man dann hier die Dinge aktiviert und so weiter. Boah, die neuen Steinelementare sind auch mega sexy, du. Die sind auch mega sexy, du.
Was war denn hier komplett leinen gerade? Ah, geht's noch nicht, nein. Okay, und dann haben wir hier drinnen einen riesengroßen Erz-Swirly, den hier die irdenen Wächter machen. Bricht der zusammen dann, wenn wir alle down haben von denen? Wahrscheinlich. Ja, ohne neuen Talent-Tree habe ich nicht viel Agro-Aufbau gerade, kommt mir vor. Ohne Kiriana-Ability und alles. Da mangelt es mir gerade an meiner Agro-Fähigkeit hier. Da rennt immer alles vorbei an mir. So, ich will die Erdkugel da oben jetzt kollabieren sehen. Oh, doch, nevermind. Das war mir das Wichtigste gerade. Das war mir das Allerwichtigste gerade im Game, dass die Erdkugel kollabiert. Es ist so schön hier drin irgendwie. I don't know. Uldermann echt von den Titanen-Architekturen irgendwie noch das Schönste, kommt mir vor. Okay, was passiert hier jetzt? Zeitschloss. Wen haben wir hier? Chronolord Dios. Der sperrt uns hier erstmal in der Zeit ein. Der hat hier sein Shadowlands-Gear noch an gerade mit dem Natria-Staff. Spawnt hier ewige Welpen. Oh. Die ewigen Zeithäscher sind hier aktiv oder unterwegs. Das heißt, seine Story wird schon eine Rolle spielen von Nordstormo. Ich hoffe irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das Ganze mit Nordstormo gefällt mir. Das Ende von Nordstormo würde ich echt gern sehen irgendwie. Dass sie am Ende dann Endzeit nochmal irgendwie remastern und Endzeit quasi dann. Oder wir irgendwie so ein Open World Raid haben oder sowas mit ihm, wo er dann drauf geht, wo wir gegen ihn kämpfen. Und sein Schicksal quasi sein Ende nimmt. Die Models sind also geil. Ich wünschte, wir hätten vom Dragonflight-System einen Drachen in dem Style. Also jetzt im Farbstyle halt. Mit den blau-weißen Hörnern und so weiter. Hoffentlich kann man da irgendwas anlocken. Na, heißt nicht, dass Paladin die Dragonflight-Fähigkeit benötigt. Es ist nur, ich habe weniger Skills als alle anderen gerade. Und da sind sicher auch Sachen drin, die bei Agro-Aufbau oder sonstigem helfen. Das habe ich ja gerade alles nicht hier. Außerdem habe ich kein Covenant, ja, kein Pack gepickt halt. Okay, man geht aber nicht rechts rein, wo er normalerweise ist, sondern wir gehen geradeaus weiter dann. Wir gehen dann geradeaus weiter, okay. Interesting, interesting. Flo, wo kommt nochmal die Beta? Wie, wo kommt nochmal die Beta? Wenn du einen Invite hast, dann siehst du über dem Spielen-Button einfach, dass du auswählen kannst. So, cool. Wir gehen da in der Mitte dann einfach rein. Die ganzen Statuen und alles. Beautiful, beautiful, du. Okay, da ist aber sonst eh nichts mehr. Da sind nur ein paar eingesperrt noch in der Zeit, aber die sind eh schon tot. Nicht, dass man die irgendwie aus Versehen pullen könnte oder so. Okay, und da haben wir dann temporaler Diebstahl. Was klaut der sich hier? Der klaut sich hier irgendwas. Der Bengel klaut sich hier irgendwas. War das die Scheibe noch? Ne, das ist doch nicht die Scheibe. Da unten ist nochmal so ein Schlüssel und so eine Stadt. Oh, wen haben wir hier? Chronolord Dios. Ach, das ist seine Drachengestalt. Alles klar, dann rein. Da, sowas will ich als Mount, Mann. Sowas will ich als Mount, du. Sandatem, der ist targeted, kann man nicht dodgen. Ewigkeitskugel, schießt da einfach irgendwo hin, sind dann zwei Debuffs am Boden, beziehungsweise eine Kugel, die langsam runterdroppt. Okay. Ewigkeitskugel, knockt da immer wieder. War das aber jetzt nicht der Knockback gerade von der Kugel, oder? Nee. Okay, das legt da einfach nur ab. Das heißt, wenn Range ist oder Melee ist, muss er den Raum ausnutzen hier drinnen, wie es aussieht. Wir wollen dort maximal den Raum ausnutzen, wahrscheinlich, weil sonst irgendwann alles voll ist. Zeitstrom zurückspulen, Cooldown Reset wieder wie in Endzeit? Oder holt er sich die Kugeln wieder? Ne, er holt sich die Kugeln wieder. Okay, das ist zum Gegenhealen für den Heiler auf jeden Fall. Da muss der Heiler pumpen. Ich gehe Last Stand, ich habe gerade ein bisschen Angst. Aber wir kriegen unsere Cooldowns nicht wieder, schade. Ich dachte, wir kriegen auch unseren Staff wieder resettet. Das wäre keiner Pock. Das wäre kein der Pog. Ansonsten spammt er hier nur ziemlich den Boden gerade voll. Sandatem immer weiter rein. Okay, er geht aber nicht drauf bei 2%. Bei 2% macht er sich dann aus dem Staub, der Liebe, wie es aussieht. Ja, was haben wir hier für eine schöne Truhe?
Beautiful. Uralte Titanenlegierung. Uralte Titanenlegierung. Timelines are converging. There will be only one aspect and Morosond shall be in or shall be infinite. Okay, es baut auf jeden Fall die Story schon mal auf hier. Aber ich glaube, das war's schon mit Ulderman. Sehr, sehr spektakulärer letzter Shot hier drinnen in dem Dungeon. Schauen wir nochmal in den Abenteuerführer rein. Ist tatsächlich alles, ja. Chronola Deus, Acheron, Schildwache, Kraldras. Das war... Aber die, ah doch, den haben wir auch. Okay, nee, das sind alle. Das sind alle. Sehr, sehr cooler Dungeon, ehrlich gesagt. Sehr, sehr cooler Dungeon. Mir hat der andere ein bisschen mehr gefallen, aber das Design ist hier... Also der erste Boss, witzig ohne Ende. Das Design gefällt mir unglaublich. Also das ganze Art-Design hier drin ist mega cool. Endboss war ein bisschen enttäuschend, wobei es halt immer zu fragwürdig ist, ob das jetzt alle Fähigkeiten sind oder ob er dann hier quasi noch mehr dann schlussendlich kriegt. Weil es halt erste Testphase gerade, Placeholder-Text und so weiter, alles noch drinnen. Ob die dann noch mehr kriegen. Aber die verschollenen Zwerge haben am witzigsten gewirkt. Er war einfach nur Tank and Spank mit Adspawn. Schildwach Kaldas war wahrscheinlich dann reinziehen in diese komischen Orbs auch noch. Er hatte die meisten Mechaniken irgendwie halt mit dem Stuff zerstören. Und dann haben wir noch Chronola Deus. Der war ein bisschen... Er hat nicht viele Fähigkeiten irgendwie. Er hat nicht viele Fähigkeiten. Aber overall, sehr, sehr nette Instanz auf jeden Fall.